Und ich vermute mal, wir sind Wenn du jetzt. dieses Rennen gewinnst, hast du die Wette erledigt. Ich vermute mal, wir sind jetzt in der. Lass mich bloß nicht warten, du Arschgesicht. Vierten, fünften Folge? Ich weiß gerade gar nicht. Naja. Ja, dann welches Raumschiff nehmen wir? Fliege. Eine Fliege oder unser Floh? Oder diese Fliege hier? Was ist wohl schneller? Eine Fliege oder ein Floh? Ich würde mal auf die Fliege tippen. Und das hier? Noch eine Fliege. Ja, nehmen wir mal diese Fliege hier. Unser Raumschiff wird zuverlässig angepackt. Ja. Wir haben sogar drei Waffen. Cool. Und wir müssen jetzt zum Bojen rennen. Das ist da im blauen, beim blauen Viereck. Irgendwo da hinten. Ja. Und los geht's. Du bist Geschichte. Du bist Geschichte. Knapp nicht verfehlt. Ja, und das ist ja noch easy. Oh, einer verfehlt. Ah, der ist da und da und da und ah, Mist. Nee. Je. So, 12, 13, 14 und geschafft. Sehr gut, Wette erfüllt. Ruf mich von dem Kommunikator aus an, der auf deinem Radar angezeigt ist. Ja, das war mal Ab easy. sofort musst du jedes Ersatzleben bezahlen. Also pass auf dich auf, mein Junge. So, die Einführungszeit scheint jetzt vorbei zu sein. Und jetzt kann das Spiel richtig losgehen. Jetzt sind wir nicht mehr so ganz an den fixen Spielablauf gebunden und können auch mal Abstecher in Nebenaufgaben machen. Ich habe das Rennen gewonnen. Betonung auf Komm in ich. dein Lokal, wann immer du willst. Du kannst zu deiner ersten Superwette antreten. Ich versichere dir, der Preis ist es wert. Als kleinen Vorgeschmack schicke ich dir die Pläne für eines der Söldnerschiffe und seine Motoren. Hey du, hör auf den irren Spieler zu hören oder du bist gefeuert. Für deinen ersten Auftrag musst du zum Tempel von Chimera gehen und den Erzbischof interviewen. Der Fettsack hält gleich seine wöchentliche Predigt. Lass ihn nicht entwischen, er kann Journalisten nicht ausstehen. Ja. Nächste Mission in Tempel. Okay. Da ist unser Schiff. Zwar noch nicht Du materialisiert, kannst kommen, aber da wann du ist. willst, und ein neues Kampfraumschiff zusammenbauen. Folge dem Schraubenschlüssel auf deinem Radar. Da hinten ist Sputnik und hier ist das gestohlene Raumschiff. Das bringen wir doch gleich mal zu Rusty. Rusty ist beim Schraubenschlüssel, der vorhin ganz groß geschrieben wurde. Und ja. Hier entlang zum Schrottplatz, das weiß ich doch auch. Ja. Ja, wir bekommen 225 Scrap-Dollars als Schrott verkauft. Nee. Wir haben das Schiff für 225 Scrap-Dollars als Schrott verkauft. So ist es richtig. Haben wir schon ein neues Raumschiff?
Flo und Bösewicht und Flo und Bösewicht. Ja, dann machen wir doch mal, wie viel bekommen wir für dieses Teil da? 1100. Und das da kostet 1300. Wir haben 400, aber dann bleibt uns nichts mehr für die Panzerung und so. Ja, dann rüsten wir doch mal den Flo ein bisschen auf. Ja, dann nehmen wir mal diese Motoren. Dann diese Waffe ist schon aktiviert, war schon aktiviert. Dann diese noch. Oh, nee. Aber ich hab... Ich hab lieber die Waffe. Ja, das... Dann können wir da noch ein bisschen hoch... Ja. Dann gehen wir... Wohin gehen wir? Ja. Jo, so. Dann gehen wir doch einfach mal. Ja, gehen wir mal F1 drücken. Keine neuen Pläne. Zum Tempel. Ja, dann nehmen wir. Nee, wir nehmen nicht die öffentliche Bahn. Oder sollen wir? Ja, doch, das ist ein bisschen schneller, wenn ich schon die Bahn gefunden habe, geht's schneller. Dann nehmen wir hier die Bahn. Röhrentransport benutzen. Cool. Wir sind. Achtung, Moment. Ja, das war jetzt gerade ein Telefon und wir sind hier im Stadtzentrum und wir müssen zum Tempel. Dazwischen ist das Rathaus, dann hat es noch ein Handelsviertel, ein Pressezentrum, eine Wache, eine Bank, das Industrieviertel und der Schrottplatz. Ja. Was die Farben hier bedeuten, das bin ich mir jetzt gerade gar nicht so ganz sicher. Aber ja, vielleicht haben die auch gar keine Bedeutung. Egal. Wir gehen zum Tempel. Bla 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 und bla bla. So. Ja, das hier sammle ich jetzt noch nicht ein. Später ist es dann noch nützlich. Eigentlich ist es auch jetzt schon nützlich, aber dann verpassen wir eventuell witzigen Teil des Spiels. Ja, ich hoffe, ich finde gerade den richtigen Weg. Nein, da geht es zur großen Datenbank. Ach, ich könnte ja unten den Radar anschauen. Der zeigt mir ja schon, dass ich in die komplett falsche Richtung gehe. Ja. Ein bisschen herumirren schadet auch nicht. Ich glaube, ich bin schon wieder falsch. Nee, Moment. Doch, ich bin falsch.
Ja. Ja, super Propaganda da. Ja, sprechen. Hallo, darf ich reinkommen? Positiv, du darfst eintreten. Oh, danke. Guten Tag, ich nehme an, Sie sind der Erzbischof von Chimera. Waren Sie nicht dabei, eine Rede zu halten? Dessen Band. Es erschöpft mich, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Mein Arzt hat mir Ruhe verschrieben und daran halte ich mich. Wer bist du und wie bist du reingekommen? Ich heiße Dietritus und bin Journalist. Ich möchte gerne ein Interview mit Ihnen machen. Da wirst du später wieder kommen müssen. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Verschwinde jetzt. Bitte lassen Sie mich das Interview machen. Es ist mein erster Job, verstehen Sie? Lass mich in Ruhe oder ich rufe die Polizei, frecher Rotzlöffel. Ich gehe ja schon, aber es sieht nicht gerade so aus, als würde ich Sie bei etwas Wichtigem stören. Mir reißt gleich der Geduldsfaden. Raus sofort! Ja, der ist recht nett, finde ich jetzt so. Ein paar Stunden später. Oh, oh, wie herrlich. Oh, ist ja schön. Also, so und jetzt noch ein bisschen. Ja, oh. Ah, ja, ja, herrlich. Herrlich ist das. Oh, und da genau da. Oh, das tut mir so schön. Hey, was zum Teufel? Ah, ah, aber, nein, nein, nicht, nicht, machst du nicht, nein, nein, aber, was ist, nein, da fasst er dich an, nein, nein, oh, was hast du vor, Monster, oh, fass dich nicht an, nein, oh, nein, nein, mach doch nicht, nein, 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 das, nein, das ist der Temperaturregler, nein. Genick gebrochen. Das finde ich jetzt nicht ganz nett. Au! Der Erzbischof von Chimera wurde heute Morgen tot aufgefunden. Die Behörden gehen von einem Tötungsdelikt aus. Man nimmt an, dass der Erzbischof gerade ein Schmierölbad in seinem Whirlpool nahm, als jemand das Öl zum Kochen brachte. Hier in Chimera wäre ein solcher Vorfall nichts Ungewöhnliches, wenn nicht zugleich die Matrix des Erzbischofs aus der großen Datenbank verschwunden wäre. Der Erzbischof kann also nicht rekonstruiert werden. Was für eine Ironie. Der Chef will, dass du dich an den Fall ranhängst. Mach ein paar gute Fotos. Okay, ich bin schon unterwegs. Die Polizei wird dich nicht in den Tempel lassen. Du musst dich reinschleichen und die Fotos schießen. Wenn sie dich erwischen, sieh zu, dass du verschwindest. Danke für den Tipp. Ja, dann... Hey, eine Ehre! Superwette wartet auf dich! Sieh auf der roten Seite deines Logbuchs nach! Ja, dann hier an diesem superspannenden... Teil machen wir jetzt gleich mal eine Aufnahmepause. Ich speichere gleich mal ab. Hier speichern, ja, überschreiben. Spiel, ja, ist gespeichert. Dann, ja, abbrechen, laufendes Spiel abbrechen. Bis später.